Grüß euch zu einem Geländebau-Tutorial. Habe ich schon lange mal gemacht, deswegen habe ich auch das Video wieder mal Zeit und habe auch was ganz Cooles, Einfaches mitgebracht, und zwar Felder. Ich habe hier drei verschiedene Arten, das zeige ich euch dann nachher gleich, wie man diese Felder machen kann. Das sind natürlich so Fantasy-Felder typische, weil kein Feld in der echten Welt ist so mini, aber es ist einfach ein cooles Geländestück, weil man leicht Figuren drauf abstellen kann. Das ist leicht schwieriges Gelände, leichte Deckung. Und man kann die Minis super drinnen verbergen. Man kann komplette Einheiten sogar verbergen drinnen, indem man, also wenn man so ein Rank-and-File-System zum Beispiel hat, ist das auch ein super Geländestück, weil man es einfach draufstellen kann und weil es einfach gerade ist. Deswegen ist es einfach ein ganz cooles, praktisches Geländestück, das auch gleich was hergibt. Auch wenn es jetzt kein Sichtblocker ist, aber es ist schön eine leichte Deckung und schwieriges Gelände. Für die verschiedensten Arten von Systemen kann man natürlich auch für eine Agrarwelt bei 40k oder sowas nehmen. Oder in dem Fall von mir, ich habe es für Herr der Ringe, für Rohan und für Haubingen. Da habe ich einfach diese Felder gebaut. Und das zeige ich euch jetzt, wie man das Ganze macht. Zuallererst, wenn wir mal mit der Base anfangen für dieses Feld. Die Base mache ich ganz normal aus einem NDF. Ich habe es hier schon zugeschnitten in ungefähre Feldgrößen, Rechteck, verschiedene rechteckige Formen, und habe schon die Kante abgeflacht, damit es nicht so eine Stufe ist zum Spielfeld. Für die Felder selbst werde ich jetzt auch noch so Einzäunungen verwenden. Da habe ich zum Beispiel hier von so eine Mauer, zum Beispiel, die habe ich schon nochmal draufgepickt gehabt. Ich habe es nochmal runtergenommen, weil ich es für was anderes braucht gehabt habe. Und ich werde mal so Feldeinzäunungen auch noch machen, einfach damit das ein bisschen was gleich schaut. Außerdem kann man dann leichter die Kante von dem Feld selbst quasi einarbeiten, dann schaut das nicht so stufig aus. Also hier werde ich einfach so eine Mauer bauen. Das Ganze geht natürlich auch mit Zäunen oder sowas, kommt später dazu. Fürs Feld selbst gibt es verschiedene Optionen. Ihr kennt wahrscheinlich alle dieses klassische diese Kokosfasermatte. Die gibt es bei IKEA, kostet nicht viel und reicht ewig aus. Also das ist, ich glaube, die große Matte hat so um die 10 Euro gekostet, also das ist echt nicht viel. Könnte man theoretisch natürlich auch so hinlegen, aber ist natürlich viel besser, wenn man da auch rundherum ein bisschen was gestaltet. Die ist ganz praktisch, weil sie ziemlich hart ist, da sinkt nichts ein. Das heißt, da kann man die Minis direkt draufstellen, die haben dann schwere, leichte Deckung und schwieriges Gelände. Das ist ganz praktisch. Ihr seht, ich habe das schon ein bisschen angepasst an das hier. Was auch noch die Option ist, generell Fußmatten sind super. Und zwar gibt es auch noch diese Fußmatten hier. Die kosten 1-2 Euro oder sowas, habe ich beim Lagerhaus gekauft, glaube ich. Die kann man super für ein gepflügtes Feld verwenden. Wir werden das nachher alles mit Leim einstreichen, damit das auch fest ist. Und eine dritte Option ist, wir haben meistens eben diese gelben Felder hier. Und ich habe mir gedacht, warum nicht ein grünes Feld? Und habe hierfür einfach Kunstrasen genommen. Den muss ich noch ein bisschen ausdressieren, seht ihr? Der ist ganz frisch aus der Rolle. Und den werde ich verwenden für ein noch grünes Feld. Hier habe ich halt das Problem, dass das hier einsinken wird ein bisschen, die Miniaturen, vielleicht so kleine Miniaturen mit einer 25mm Base, die werden hier vielleicht nicht so stabil draufstehen, aber nachdem ich das hier jetzt auch nicht mit irgendwas behandeln werde, kann man das eh wieder nachher aufrichten. Also man kann es dann glatt streichen, die Mini draufstellen und dann wieder wegnehmen und wieder hochstreichen. Dann schaut das wieder was gleich. Genau, das sind so quasi die Rohmaterialien. Und ich werde jetzt diese Felder mit Streu bestreuen und dann kommen wir zum nächsten Schritt. Ich bin jetzt mit der Grundierung auch fertig. Die habe ich jetzt auch so nebenbei auch noch gemacht. Also ich habe alles halt mit Sand bestreut und verleimt. Genauso auch hier zum Beispiel auf diesem Feld hier, das habe ich gleich direkt drauf geklebt und besprüht. Ich habe es zuerst auch noch sehr dick eingestrichen mit Leim, dass das einfach eher hart wird und einfach nicht so nachgibt. Und ich male es sowieso in derselben Farbe an wie den Boden, deswegen habe ich das einfach da drauf geklebt.
Genau hier, da habe ich es nur zuerst runtergegeben, da habe ich was anderes draufgegeben gehabt. Und genau, also ganz normale Base-Gestaltung, einfach mit Sand draufgetan und dann, nachdem der geklebt ist, habe ich ihn nochmal mit verdünntem Leim übersprüht, übermalt, dass das einfach auch nicht runterbröselt. Jetzt werde ich das Ganze trockenbürsten und diese Zäune und Mauern noch bemalen. Und dann kommen wir nochmal zurück. Die Bases sind jetzt bemalt. Ich habe den Boden trocken gebürstet, einfach mit einer helleren Braun. Ich habe die Mauern grau bemalt und mit einem hellen Grau trocken gebürstet. Und jetzt kommt einfach mal überall eine Wash drauf. Einfach über alles mal eine braune Wash. Auf die Steine werde ich noch ein bisschen eine schwarze Wash drauf tun. Und sobald das getrocknet ist, sehen wir uns wieder. So, die Wash ist getrocknet. Und jetzt kommt einfach nur mehr das Streu drauf, also das Grasstreu. Und die Felder selbst kommen auch noch drauf. Und dann ist das Ganze fertig. Jetzt im nächsten Schritt. So sehen nun die Felder in fertig aus. Mit den Büscheln, mit dem statischen Gras drauf. Ich habe hier zum Beispiel bei diesem Ackerfurchenfeld habe ich noch kleine Schaumstoff, so, die man normalerweise so unter Vegetation nimmt, habe ich da auch noch genommen für einfach vielleicht so kleine Jungpflanzen oder Unkraut, das da wächst. Kann man natürlich auch machen. Da kann man auch zum Beispiel auch so Kohl, ein Kohlfeld oder sowas machen. Das finde ich schaut auch ganz cool aus. Ich habe mich jetzt dafür für diese Schaumstoffbatzen da entschieden, weil das einfach nicht stört, wenn man eine Figur draufstellt. Genau, da hinten habt ihr das klassische Feld aus der Kokosfaserplatte eingegrenzt mit einem kleinen Zaun. Ich habe generell immer so Zauneingrenzungen gemacht, wie gesagt, dass ich das leichter verbergen kann, diese Stufe zu der Matte hin. Und da hinten seht ihr, das ist das grüne Feld. Das ist auch ganz cool. Das ist jetzt, also wenn ich da so eine 40 mm Base draufstelle, hat das keine Auswirkung auf die Stabilität. Da habt ihr zum Beispiel eine 25 mm Base mit einer Metallmini sogar. Also der steht da auch sehr fix drinnen. Also das, was ich mir zuerst Sorgen gemacht habe, dass das vielleicht nicht stabil genug steht, das ist eh nicht eingetreten. Genau, da habe ich damit so mit einer Kokosfasern von einer Kokosfasermatte mit so einer, sondern für den Terrariumbedarf habe ich noch so einen Busch gemacht. Genau, einfach so ein bisschen so Details eingefügt, welche Blumen noch, so Steine, dass das einfach ein bisschen realistisch ausschaut. Deswegen habe ich auch zum Beispiel hier keine geraden Schnittkanten, sondern eben erstens mal, weil es einfacher ist, einfach so gewellte Linien für die Bases mich entschieden, damit das einfach cool und natürlich ausschaut. Gut, das war's. Wir sehen uns mal wieder bei einem Geländetutorial. Bis dann. Grüß euch.